Hallo zusammen, hier ist euer Taschenfreak, euer Jörg Langer. Ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Heute habe ich ein richtig kleines Schätzchen, würde ich sagen. Eine Tasche von Ona, ihr seht, ich habe es extra hergelegt, damit ich es nicht vergesse. Ona, und die Tasche ist das Modell Bond Streetbag in Black aus Leder. Die Taschen gibt es in drei verschiedenen Varianten, in braunem Leder, in schwarzem Leder und in so einem grauen Stoff-Leder-Kombination. Ist, wie ihr sehen könnt, ich habe extra die Kameras auch mal hier neben dran gelegt, so zum Vergleich, eher die kleine Tasche. Aber genau das suche ich eigentlich. Ich suche eine kleine Tasche für die Leica Q, vielleicht auch für die Reisekamera, müssen wir gleich mal schauen, wie alles reinpasst, für die Sonnenbrille, fürs Portemonnaie, fürs Smartphone, vielleicht noch für die Powerbank. Das ist die Suche und sie soll schick sein, sie soll einen Umhängegurt haben, einen langen Umhängegurt, den man bequem umhängen kann und sie sollte aus Leder sein. Ich selbst mag Ledertaschen sehr, ich mag dieses Anfassgefühl, ich mag auch das Design, auch wenn sie altern und dieses Patina bekommen, ich stehe da total drauf. Schauen wir doch mal, wollen wir die Ona The Bond Street mal einpacken. Schauen wir doch mal erstmal, wie die Tasche aussieht. Also, wir haben einen Schultergurt, der auch aus einem vollen, richtig edlen, stabilen Leder gebaut ist, der ein verstellbares oder verschiebbares Schulterpolster hat mit einer Wildlederunterseite, damit es nicht so rutscht, wenn man es auf dem Hemd oder auf dem Jackett auch mal trägt, ist gepolstert, macht einen guten Eindruck. Der Gurt selbst ist an den Metallösen aushängbar, also abnehmbar. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum man ihn abnehmen soll. Eine Handschlaufe wird man wohl kaum dran machen. Aber man kann ihn abmachen, was ich grundsätzlich schon mal gut finde. Man könnte ihn auch gegen einen schmaleren, gegen einen anderen Gurt tauschen, wenn dieser Gurt jetzt an der Stelle so nicht gefällt. Wir sehen Vollleder, unten eine schöne abgesteppte Naht, die ihr hier auch vielleicht seht auf dem Video. Keine Metallfüße, halte ich auch, wie ihr aus meinen anderen Videos wisst, echt für Unsinn. An den Seiten haben wir zwei kleine Taschen. Ich denke, für mein relativ großes Brillenetui wird die Nummer hier zu eng. Oder wenn, dann nur mit Gewalt. Also das ginge, aber ich glaube, dafür ist es nicht gebaut und das werden wir auch nicht tun. Wir wollen es ja nicht ausleihen. An der Rückseite, da sehen wir ein Reißverschlussfach, das für ein iPad deutlich zu klein ist, aber ein Smartphone, muss man ein bisschen aufpassen, weil das gerade zum Steuern der Kamera benutzt wird. Also für ein iPhone 6 oder 7 wird es reichen, für ein Plus ist es hier drin etwas schmal, das wird so nicht funktionieren. Ja, man kann es so reindrücken, jetzt ginge der Reißverschluss an der Stelle auch noch zu. Jetzt hole ich es mal wieder vorsichtig raus, weil wie gesagt, das die Fernsteuerung ist für die Kamera, die hier an der Decke hängt. Ja. Das heißt, zwei kleine Seitenfächer, ein Rückenfach, das man verschließen kann. Ich denke mal idealerweise für die Geldbörse auf Reisen, dass die oder auf dem Ausflug, dass die hinten ist. Wir haben einen Verschluss, den klassischen Schulranzenverschluss. Hier vorne aus Messing ist das wahrscheinlich, zumindest ist es legiert wie Messing. Den kennen wir, über den Verschluss muss ich wenig sagen. Den Deckel kann ich hier manuell Längen verstellen. Das ist kein Thema, wenn ich also mehr reinpacken will. So, dann schauen wir mal rein. Innen drin finden wir typisch für Ona das Ona-Schild aufgenäht. Wir finden Stoff. Wir finden eine kleine Tasche hier vorne, die nicht verschlossen ist. Das wird sie ja durch den Hauptdeckel. Und wir finden ein gepolstertes, sehr weich ausgelegtes Hauptfach mit einer Trennwand. So kommt es auch ab Werk. Ich habe da nichts dran verändert. Ja, was sollte rein? Was habe ich anfangs gesagt? Leica Q, Sonnenbrille, Portemonnaie. Portemonnaie müsst ihr euch jetzt einfach denken. Das Akkus müssen natürlich auch mit rein. Die würde ich jetzt einfach mal da unten hinlegen. Die Leica Q mal schön entspannt da oben drauf. Den Gurt einfach an die Seite geknäult. Das passt extrem gut. Die Sonnenbrille hier rein. Und ich habe hier noch Platz für Smartphone und auf der Rückseite noch Platz für die Geldbörse. Und alles ist bequem verpackt in einer richtig, richtig edlen Tasche. Wir wiegen sie nachher auch nochmal, wenn sie leer ist, damit ich euch ein Gewicht sagen kann. Ich messe sie euch auch nochmal aus. Die Daten blende ich dann unten im Video oder auch im Titel, im Text des Videos und auch des Beitrags auf taschenfreak.de ein. Die könnt ihr dann dort nachlesen. Also The Bond Street in Black
oder in Braun oder auch in der Stoffkombination. Tasche kostet um die 270 Euro. Ich weiß, das ist nicht wenig, aber A, steckt auch nicht wenig drinne und B, ist sie auch von der Verarbeitung her, das ist keine 40, 50 Euro Tasche von der Verarbeitung. Die ist extrem edel verarbeitet. Die ist vom Leder her super, super stabil. Also man hat den Eindruck, man fasst hier geschmeidigen Autositz oder so einen Pferdesattel an. Also das ist eine ganz, ganz hochwertige Nummer, die wir hier sehen. Ich würde sagen, wir probieren auch nochmal, ob die Reisekamera reinpasst. Ihr wisst, das ist ganz gerne meine Kamera, die ich mit auf Reisen nehme oder auch meine Frau. Das ist die Sony RX10 Mark III. Gucken wir mal, ob die neben die Sonnenbrille auch noch bequem reinpasst. Ja, das wird ein bisschen enger. Das liegt aber jetzt an meiner Do-It-Yourself-Handschlaufe. Die mache ich mal ab. Und schon passt die Kamera hier ganz bequem neben rein. Und die Tasche geht genauso zu. Also, Reisekamera hier drinne. Speicher kann ich jetzt natürlich dann noch hier vorne mit reinpacken. Oder eben auch anstelle der Sonnenbrille natürlich hier nebendran auch noch andere Sachen reinpacken. Dass hier kleine Kameras reinpassen, eine Leica Sofort, eine Instax-Kamera, wie auch immer. Ich denke, das ist selbsterklärend. Das könnt ihr euch an den Abmaßen dieser beiden jetzt gezeigten Kamera, der Leica Q und der Sony RX10 Mark III, ganz gut ausmalen, was da hineingeht. Ich bin sehr gespannt. Ich werde die jetzt nächste Woche mitnehmen als Herrenhandtasche. Dank dem schwarzen Leder ist man hier komplett flexibel, egal was man für Klamotten anhat, ob ihr eine orange, eine blaue, eine grüne Jacke anhabt, eine schwarze, eine braune, schwarze Ledertasche geht eigentlich immer. Gefällt mir extrem gut, kriegt von mir 10 von 10 Punkten durch die Verarbeitung, weil es wirklich sehr, sehr edel ist und gleichzeitig sehr schützend. Es ist gut gepolstert, aber nicht zu dick, es ist schön weich. Also die Tasche punktet bei mir auf voller Ebene, weil sie genau das ist, was sie sein soll. Eine extrem schicke, extrem robuste, kleine Ausflugstasche. Ja, ihr Lieben, ich werde euch berichten. Ich nehme sie nächste Woche mit. Nächste Woche wird es auf meinem Kanal ein bisschen ruhiger. Ich bin mal eine Woche quasi offline sozusagen. Und danach wird es wieder ein paar Videos, ein paar Statements und ganz sicher auch nochmal einen ausführlicheren Bericht nach der Reise über die The Bond Street von Ona geben. Ich habe diese Tasche von der Photo Queen. Ich habe die dort bestellt und die war innerhalb von 24 Stunden da. Das ist also ein super Service. Auch da kann ich euch nur empfehlen, photoqueen.de. Schaut mal rein. Gibt es auch für die Kings, nicht nur für die Queens was. Das heißt, sowohl Herren- als auch Damenhandtaschen oder Fototaschen hier in diesem Fall. Und jede Menge Zubehör wie Gurte und andere Zubehörartikel findet ihr dort. Schaut einfach mal rein. Die Britta, die Betreiberin von photoqueen.de, ist eine ganz nette. Und ja, lasst mal ein Like unter diesem Video da. Fragen, Kommentare auch. Jederzeit freue ich mich immer sehr drüber. Hier war euer Jörg, euer Taschenfreak mit einer neuen Tasche von Ona, The Bond Street. Danke euch.